Sie gilt als sogenannte Brennpunktschule, die Spreewald-Grundschule im Berliner Stadtteil Schöneberg. Jetzt hat die Rektorin Doris Unzeitig gekündigt. Zur Begründung sagte sie gegenüber dem Berliner Tagesspiegel: Meine Kräfte reichen nicht aus, um eine nachhaltige Änderung der Arbeitsbedingungen der Lehrer und der Lernbedingungen der Schüler zu bewirken. Seit Jahren habe sie auf Missstände hingewiesen. Hort und Mensa seien nicht nutzbar, auf dem Schulhof sollen Drogen versteckt worden sein, ein Süchtiger habe sich dort einen Schuss setzen wollen. Der geforderte Wachschutz sei erst nach monatelangen Auseinandersetzungen bewilligt worden. Vor allem aber sei keine Besserung der personellen Ausstattung in Sicht. Laut Schulleiterin Unzeitig bestehe das Kollegium der Schule etwa zur Hälfte aus ungelernten Lehrern.